Moin, moin. Hier ist der Teil 2 zum Thema Dioden. Und was man mit mehreren Dioden machen kann, sieht man in diesem noch nicht sonderlich spektakulären Aufbau. Wichtig ist erstmal die kleine Theorie dazu. Jede Diode erzeugt ja einen Spannungsfall von 0,7 Volt. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dioden und hier hinten eine siebte. Schauen wir uns das Schaltbild wieder an. Wir haben einmal die Diode, die man hinten nur so ganz flach sieht. Und dann genau andersrum gepolt die anderen Dioden. 3, 4, 5, 6 Dioden. So. Das Ganze ist, wenn wir jetzt einfach das nur als gerades Gleis betrachten, dann haben wir hier unseren Isolator dazwischen. Und zwischen hier und hier ist quasi dieser Aufbau miteinander verbunden. Welchen großen Vorteil hat das Ganze jetzt? In die eine Richtung lässt die Diode die Spannung mit so gut wie keinem Spannungsfall durch. Das heißt, hier haben wir nur in die eine Richtung 0,7 Volt, die es nach unten geht. In die andere Richtung sind es hier 6 mal 0,7. 7 mal 6, 42, also 4,2 Volt, die nach unten gehen. Ich demonstriere das jetzt mal mit der Lok. Ich drehe direkt voll auf und man wird sehen, die Lok wird nicht entgleisen in dieser Kurve, weil an dieser Stelle ist der Isolator. Und jetzt merkt man schon, sie ist langsamer geworden. Drehe ich jetzt in die andere Richtung, fährt sie direkt mit der vollen Geschwindigkeit. Für was braucht man das? Genau für so etwas wie hier, wo man sagt, man möchte gerne vollkommen unabhängig davon, dass man darauf achten will, ob eine Lok mit einer zu hohen Geschwindigkeit irgendwo reinfahren könnte, ein kurviges Gleis zum Beispiel begrenzen oder auch, nehmen wir mal an, wir haben eine Berg- und Talfahrt. Zum Beispiel sagen wir einfach mal, wir haben hier ein Gleis und natürlich baut man das niemals so, aber nur mal zur Verdeutlichung, hier würde es nach unten gehen. Dann möchte man ja hier mit idealerweise 100% Leistung hochfahren können. Aber runter würde die Lok ja irrsinnig beschleunigen und wenn es danach dann noch in eine Kurve gehen würde, es würde entgleisen. Also sagen wir, man wollte jetzt hier höchstens 75% zulassen oder noch viel weniger, sagen wir mal 30% zulassen, dann könnte man es mit so einer Schaltung machen, weil die Lok mit voller Geschwindigkeit nicht runterfahren kann. Oh, jetzt bin ich hinten, doch nicht. Aber mit voller Geschwindigkeit hoch. Das ist der Nachteil, wenn man alte Gleise verwendet. Naja, die Lösung ist zugegebenermaßen sehr brachial. Es geht deutlich eleganter beim Analogbetrieb noch. Wie? Das gibt es in einem anderen Video, wo dann ein weiteres elektronisches Bauteil dazukommt, das auf jeden Fall Geschichte geschrieben hat. Was gibt es zu diesem brachialen Aufbau zu sagen? Wer es nachbauen möchte. Es mag hier kompliziert aussehen, aber wie man im Schaltbild erkennen kann, ist es wirklich sehr, sehr einfach. Und man kann das, wenn man diese langen Beinchen, wie auf dem Steckbrett jetzt hier genutzt, kürzt, dann ist der Aufbau auch sehr winzig. Und je mehr man hier an Dioden in Reihe hängt, umso mehr wird die Spannung abfallen und umso langsamer fährt die Lok. Man sollte natürlich darauf achten, dass es dann immer noch bei aufgedrehtem Trafo schnell genug ist, aber wenn man den Trafo etwas weiter zurückdreht, die Lok nicht einfach stehen bleibt. Das heißt, wenn ich hier, sagen wir es mal, 20 Dioden dranhängen würde in Reihe, dann würde aber der Lok überhaupt nichts mehr ankommen, auch nicht dann, wenn der Trafo voll aufgedreht ist. Es ist, wie gesagt, eine sehr brachiale Lösung, dass es eleganter geht und man sagen kann, okay, wenn die Lok sowieso nur 50% der Leistung aktuell drauf hat, dass dann auch tatsächlich diese 50% durchgelassen werden, aber nicht mehr. Dazu kommen wir in einem anderen Video. So, das war's mit diesem Thema.
jetzt noch die üblichen Worte. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten viel Spaß beim Hobby. Lasst euch nicht kleinkriegen, wenn etwas nicht funktioniert. Geht's irgendwann nochmal in Ruhe an und macht's ordentlich. Viel Spaß!